Ey, du lässt gefälligst meine Männer in Ruhe? Hallo, der Ene kommt schon. Ach, mach ich halt auch nochmal, weil ihr seid. Mal gucken. Natürlich, so geht's nicht. Aber so. Juhu. Also geht doch. Ich habe euch gewarnt, Assassine. Ihr hättet besser zugehört. Okay. Seid bereit, Männer! Der Assassine ist da! Ich muss irgendwie das Tor öffnen. Aua. Jungs, könnt ihr mir mal vielleicht ein bisschen helfen? Ihr seid erledigt, Assassine. Ihr Templer, ihr singt alle das gleiche Lied. Denkt ihr, ein paar Söldner machen mir Angst? Ha! Anscheinend. Das sollten sie. Soll ich eure Überreste an diesen Säufer Mario senden? Oh, das ist das gemein. Er wird euch sowieso nicht mehr erkennen können. Das ist ein toller Plan. Unsinn erzählen wird ihr euren Männern den Tod schicken. Das war ein brutales Attentat. Wo ist Jacopo? Er weiß, dass ihr ihn sucht. Er kommt nur in der Dunkelheit, um die anderen zu treffen. Das ist die Antwort auf wann. Jetzt zum Wo. Der Glaube sollte Trost bringen. Nicht Schmerz. Requiescat in pace. Tja, das war's schon mit dem Verschwörer. Du gehörst mir. So, hier kannst du die Axt wieder haben von deinem Kumpel. Okay, doch noch nicht. Okay, die Riesen-Axt brauche ich auch nicht. Ihr wart super, Jungs. Wirklich gut. Okay, Assassinengrab oder der Verschwörer. Ach, wir machen den Verschwörer. Scheint ja der Letzte auf unserer Liste zu sein. Ja, auf unserer Liste, ne? Ja. Auf der Liste. Ja. Mal wieder querfeld einrennen und wir sind ganz schön gefragt geworden, oh Mann. Naja. Wir haben ja auch gewaltiges Aufsehen erregt. Ich meine, ein Erzbischof mit einer Axt erschlagen, das macht bestimmt nicht gerade einen auf unauffällig. So, und der Letzte, der wird richtig nett werden. Hallöchen! Oh! Okay, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Verzeihung. Bitte verzeiht. Vielen Dank. Ich habe gerade einen Beamten umgebracht. Und alle freuen sich. Hilfe! Hilfe! Bitte auf der anderen Seite raus, danke. Oh, Mami. La 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 la. Ezio, was machst du da für Kack? Okay, schnell die Leiter hoch. Sagen wir, Doktor, wir gehen jetzt weg hier. Oh, Mami. Juhu, wir sind wieder anonym. Das ist was schön. Oh, das war jetzt wahrer ein Akt. Aha, da ist noch eine Feder. Ich glaube, das ist jetzt erstmal scheißegal. Ah, da. Und hier gibt es noch irgendwo eine Glyphe. Toll. Jetzt müssen wir eine Glyphe finden. Los. Wir schaffen das. Okay. Mit Ezios Kletterkünsten werden wir es wahrscheinlich nicht so gut schaffen. Wir haben schon. Irgendwo ist auch garantiert die Glyphe. Ich rieche es förmlich.
Okay. Also muss sie dort irgendwo sein. Ja, ja, ich hau ja schon ab, Mann. Muss nicht sauer werden. Ach, toll. Hopp, supi toll. Yay. Okay, das, die wollen mich jetzt verarschen. Okay, wie kommen wir da am besten hoch? Ah. Okay. Wo könnte hier eine Glyphe sein? Vielleicht ganz oben auf dem Dach? Mal schauen. Und... Mist. Okay. Wenn ich eine Glyphe wäre, wo wäre ich jetzt? Auf jeden Fall nicht hier oben. Hm. Wow. Das wäre ein ganz schöner Absturz geworden. Ach nee, war nur ein Fenster. Mist. Hm. Vielleicht sollten wir uns erstmal heilen. Okay, und vielleicht mit dem Wurfmesser den einen Typen hier umlegen. Ja. Du störst. Da ist der... Okay. Ich sag dazu jetzt mal nichts. Das wird ja wohl Subjekt 16 machen. Irgendetwas war da oben. Irgendetwas, das schon lange dort lag. Okay. Apollo, Datei freigeben. Ja, bitte. Okay. Finde den Adler? Aha. Das soll ein Adler sein, sieht eher wie eine Raumfähre aus, aber egal. Okay. Was soll das jetzt werden? Ach, bestimmt wieder... Ich kapier's langsam. So. Wollt ihr mich jetzt verkackeiern oder was? Wir haben nichts erhalten. Okay. Das soll einer verstehen, wer will. Aber wissen wir jetzt schon mal, wo es ist. Salve, Ezio. Antonio Maffei hat sich auf dem höchsten Bau der Stadt verkrochen und schießt mit Bibelworten und Pfeilen. Der Mann hat offensichtlich den Verstand verloren. Außerdem hat er Bogenschützen um sich herum postiert. Die solltet ihr erledigen, bevor ihr euch nähert. Vielen Dank für den Hinweis. Alright. Stadtschreier, Attentat auf Antonio Maffei auf der Spitze eines Turms in San Gimignano. Okay. Er macht Ruhestörungen. Ich kümmere mich drum.
Okay, die Glyphe ist wohl jetzt erstmal kaputt, aber naja. Holen wir sie uns später, hoffen wir zumindest. Scheiße. Ich hoffe, ich habe die jetzt nicht kaputt gemacht. Okay, ich kann mir jetzt schon denken, wo wir hinlang müssen. Okay, jetzt hier lang. Ja. Das eigentliche Problem wird hier jetzt eher das, die ganze Kletterpartie hier. Aber was soll man machen? Da müssen wir jetzt durch. Da kann man hoch. Aha. Wozu eigentlich auch hätte einfacher gehen können, aber nee. Na, komm her. Komm her. Ja, komm mal her. Schön, brav. Gib doch. Ja, fällt doch nicht auf. Alles schön. Niemand wurde verletzt. Naja, nicht wirklich. Und wir müssen noch weiter hoch. Was uns ja sehr, sehr freut. Oh Mann, oh Mann, Mann. Und die Erde höre die Rede meines Mundes. Ich glaube, wir sind dem Schrei halt schon meine sehr nah. Meine Rinne wie der Regen und meine Rede riesle wie Tau, wie der Regen auf das Gras und wie die Tropfen auf das Kraut. Denn ich will den Namen des Herrn preisen. Geb unserem Gott allein die Ehre. Mensch, verschwindet. Seine Werke sind vollkommen. Ich hänge hier jetzt wie auf dem Präsentierteller. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Das verkehrte und böse Geschlecht hat gesündigt wider ihn. Sie sind Schandflecken und nicht okay. Seine Kinder. Dankst du so dem... Hallöchen! Das ging ja schnell. Hinfort, Dämon! Zeig dem Tod ein wenig Respekt, mein Freund. Dir zeige ich Respekt. Nein, das werde ich tun. Lass deinem Körper und deine Seele nun endlich ruhen. Requiescat in pace. Also, geschafft. Somit dürften ja alle Verschwörer jetzt tot sein. Theoretisch. Mörder! Eine Leiche! Wer immer das getan hat, wird dafür bezahlen! Ja, also wirklich. Wer kann das nur gewesen sein? Ist doch ungeheuerlich. Also okay. Bei diesen Kohlfressern. Warum? Hey, wo liegt das Problem? Warum seid ihr hier? Ich habe nichts gemacht, Mann. Wir schneiden aua. Und knüpfen dich auf. Hast du nicht verstanden, du Schwachkopf? Blödes Arschloch. Du wirst dich benehmen, Claro? Mann, Mann, Mann. Bei solchen Freunden Jakobo de Pazzi bis zum Templar drin verfolgen und dann eliminieren. Ha, jetzt fehlt ja wirklich nur noch Jacopo. Dann haben wir schon die ganze De Pazzi-Familie ausgelöscht. Wenn ich mich nur lange genug beherrsche, führt er mich zu seinen Templerbrüdern. Ich werde mehr Namen auf der Liste haben. Alright. Dann erstmal eine Etage tiefer. Warum denn das, Amico? Hilfe! Ich muss oh. Gehen. Sofort. Ja, du musst auch gehen, Jakobo. Verschwinde.
Heb den Humpen auf den, der gründlich wie die Pest, wenn er Schulter. Was geht hier vor? Sind Sie zu spät? Mich haben Sie nicht gesehen, so viel weiß ich. Mann, Mann. Jakobo ist ganz schön misstrauisch, kann das sein? Ah, na gut, wir werden es schon irgendwie schaffen. Na, verstehen kann man ja, dass er so misstrauisch geworden ist, denn all seine Mitverschwörer sind schon tot. Also muss er ja Angst haben, dass er nun der Nächste ist. Okay, Mädels, kommt mit. Ihr könnt mir sehr helfen. Hey, schöne Frau! Gib mir einen Kuss! Ne, die geben dir keinen Kuss und da sind leider Wachen, toll. Die klauen mir jetzt ein paar Mädels. Kommt mit, Mädchen, kommt mit. Was planst du mit den anderen, Jacopo? Ja, und warum das angeblich nicht auffallen soll? Zwei Mädels mit einem Kapuzenhaino. Die, naja, die Mädels sind jetzt auch schon weg. Danke auch. Ja, wir setzen uns mal hin. Steckbrief. Er wird noch jemand.